Star Drifters. Und damit willkommen zum Angedattel der Demo von First Dwarf. Ein Spiel, das jetzt irgendwann die Tage einmal vorgestellt wurde. Und ich dachte mir so, oh komm, es hat eine Demo, spielen wir mal. First Dwarf wird von einem kleinen unabhängigen Team von Spieleentwicklern erstellt. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Nett gemachtes Intro. Wie so eine Demo. Gefällt mir. Das Spiel kommt demnächst im Early Access raus. Das ist definitiv noch weit weg von fertig. So, und wie sieht jetzt das eigentliche Spiel aus? Bitte warten. Es lädt. Kann sein, dass ich gleich noch ein paar Grafikeinstellungen nachjustieren muss. So. Thank heavens, you're still breathing. What was that storm? It wasn't natural for sure. But maybe work on your landing technique. Okay. Also eben stand das Ding noch. Repariere den Mech. X halten zum Reparieren. Just look at this mech. That's what I call good dwarf workmanship. A few dents. That's all. I'll fix him right away. Okay, und ich verbrauche dafür irgendwie Zahnräder. Mech is ready. Time to get in. Glaube ich. Bis Zahnräder die Zeit quasi. Mal gucken. So, was haben wir denn hier? Eine Sache noch aufheben. Let's see what's left of the airship. Viel ist ja nicht. Aber ich nehme, was ich kriegen kann. Ein Hammer. Oh, my hammer. Good thing I didn't fall far. Jo. So, was haben wir hier noch? Öffne Kreismenü. Was für ein Kreismenü? Okay. Charakter. Kann nur das eine wählen. Ah, okay. Bin ich im Mech drin, ja? Okay. Sonderlich flüssig läuft es gerade nicht. Ich glaube, da muss ich grafisch gleich nochmal nachjustieren. Some pieces might have landed elsewhere, but I think it's a good spot. Just smell the forest. Time to build a base. Okay, warte, ganz kurz. Optionen. Video. Das muss ich jetzt mit der Maus machen, da ist noch keine hundertprozentige Controllersteuerung drin. Machen wir einmal die Schattenqualität, ja, machen wir Mittel. So Qualität ist okay. Ey. So. Ja. Anwenden. Ganz oft ist, wenn man Schatten einstellt, schon eine ganze Ecke flüssiger. Ja, okay. Heute mit meiner Axt drauf, ja? Mit meinem Hammer-Axt. Ach nee, ist nur die Axt. Okay.
So, Gebäude benötigen Mana, um zu funktionieren. Denke daran, deine Siedlung in der Nähe von Mana-Quellen zu errichten, um deine Strukturen mit Energie zu versorgen. Okay. Kümmere ich mich gleich drum. Ja, mal vor allem so ein bisschen Material, würde ich sagen. Den Anfang. Okay, die Waffe ändert sich ständig, je nachdem, was ich gerade abbauen will, ja? Beziehungsweise, der hat vorne eine Axt und hinten eine Spitzhacke. Gut. So, sehe ich hier irgendwas, was irgendwie aussieht wie eine Mana-Quelle? Habe. Ah ja. So komisch blau leuchtende Steine sind wohl eine Mana-Quelle. Was haben wir denn hier? Mana-Quelle. Eine Quelle von Mana, die für das Leben notwendig ist. Muss ich hier das Gestrüpp noch wegmachen? X halten, um Mana zu extrahieren. Ah, okay. Ich will eigentlich nur das Gestrüpp hier wegmachen. So. Das ist bestimmt nicht gesund. Baumenü. Mana-Leitung. Durch den Aufbau von Verbindungen geschaffen wir ein System, das Mana vom Brunnen zu allen Gebäuden liefert. Okay. Das ist die Hauptbasis. Das ist also aus unserem zerstörten Luftschiff gebaut. Okay. Start a new colony, wood and stone, or how they say it. Okay. Aber wie funktioniert das jetzt hier mit dem Mana-Leitung? Eine tägliche Quelle, ja? Und Mana brauche ich wohl für unseren Mech-Anzug auch. Und hier kann ich nichts drauf bauen. Aber ja, es wurde geschrieben, ja, du musst es in der Nähe von irgendwelchen Mana-Quellen machen, aber bin dafür wieder zu doof, weißt du? Das damit dann verbinden. So, und das dann. Ja gut, ich kann halt da noch so eine Leitung hinbauen. Aber wie zapfe ich denn jetzt hier Mana von dem Ding ab? Ich soll immer ein bisschen Holz sammeln. Bis ich 120 da habe. We have some wood. Now it's time for stone. Finally. Wood dries and rots. And stone. Stone lasts for ages. You can build a shelter out of wood, but you cannot build a house without stone. Okay. Und ein Steinbruch. Das sind überall Steine, reicht das nicht? Das da hinten soll Steinbruch sein? Wie das Ding rumhüpft. Okay. This looks like a good place to dig. Wait a moment. Look at these scratches. Somebody has been here before us. A rock must have broken off. That's it. These are wild lands. We are the first to explore here. What's that sound? What is it?
something that doesn't want to be our friend. Okay. Die Monster zerstören ihr Nest. Expecting wild animals, but this. I think it used to be a wild animal. What on earth happened to it? I'm not sure. But I. God. No, such things never appear one at a time. It's like an illness spreading through the body. It's only the beginning. Have you done enough digging? Yep, that's it. Now we can build a well on the mana spring. The colony building needs mana, just like my armor. Okay, jetzt können wir so einen Brunnen bauen. Das Ding, ja? Ah, guck mal, und das setze ich jetzt auf die Mana-Quelle. Ah. I could dig stone all day, but I've sure had enough of cutting wood. It's high time to build a sawmill, power it up with a mana pipeline. So? Ja, das sieht gut aus. Okay. Wann könntest du den nördlichen Clans gesendet werden, um die gute Nachricht zu überbringen, dass die neue Kolonie bereits zur Besiedlung ist? Ah, okay. Errichte eine Sägemühle. Finde den richtigen Ort. Ich glaube, da ist ein bisschen Wald. So, und hier kann ich eine Sägemühle errichten, ja? Ich habe auch noch keine Sägemühle. Ah, da, Ressourcen. Ah. So. Das Ding wird gebaut. Man muss das Ding bestimmt auch mit Energie versorgt werden, ja? Okay. Ach doch, jetzt. Okay, ich kann also keine Leitung über die Dinge halt setzen. Okay. Die Leitung an sich dürfen auch nicht zu lang sein, sonst verlieren die anscheinend auch die Verbindung. Okay. Now, we have to build a stone mine in the quarry. You said you could dig stone all day. Work first, play later. Okay. Neues Gebäude, Baumenü verfügbar, Steinmine. Hier. Brauche ich dafür. Drück, was ich habe, ja? Okay. So, das auch wieder mit dem Ding verbinden. Mit der Leitung. So. Und das damit. Done. The sun is setting. Not good. We still haven't prepared for unwanted guests. Expecting someone? All the filthiest things in this world like to come out at night. I can breathe fire, but I'm afraid you won't make it. We could use some defensive tactics. Let's hurry up, my poor defenseless troop. Okay, errichte grundlegende Verteidigungstürme. Oh, hier brauchen wir noch ein bisschen Holz. Der richtige Errichter Verteidigungswelle. So. Verteidigung. Verteidigungsturm. Okay. Genau soll ich die am besten hinbauen. Machen wir einen dahin. Man muss auch mit Mana-Leiter verbunden werden. Ah ja, natürlich.
Und da muss ich einmal ein bisschen Holz hier noch wegmachen. Und ich hier genug Baufläche habe. So. Geht nicht? Warum? Da ist doch jetzt nichts mehr im Weg. Okay, ich verbinde erstmal die Mana-Leitung. So. Und dann kümmere ich mich um das nächste Türmchen. Wieso kann ich das da nicht hinbauen? Hier auch nicht. Ach, mir fehlt einfach noch Holz, oder was? Deswegen die rote 2 da. Ah. So, Verteidigungswelle. Ballonabwehrtürme. Das ist Verteidigungsmauer. 5 Stück soll ich davon bauen. Oh ja. Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet, ne? Weiß auch nicht, von wo die dann die Gegner kommen. Ob die da aus dieser zugemachten Höhle irgendwie wieder kommen, ich habe keine Ahnung, ne? Aber keine Ahnung, habe ich sehr viel. So, ich lasse das mal erstmal. Schmetterlinge. Okay. Und wir sollen noch Ballonabwehrtürme bauen. Ballonturm. Das ist wahrscheinlich, ne? Ich brauche da noch ein bisschen Holz. Ich hab mein Holz. Mein Holz ist amazing. So. Einmal dahin. So, das Ganze hier. Energietechnisch verbinden. So. Und dann brauchen wir noch so einen Ballonabwehrturm. Das heißt, wir brauchen noch ein bisschen Holz. Wenn ich es richtig sehe, wenn du halt zuschlägst und dann im richtigen Moment wieder zuhaust, dann kannst du deine Schläge besser verbinden. Und aber weniger von deiner mächtigen Ausdauer verbrauchen. So. Uns fehlt noch Stein.
ob das jetzt alles so das Wahre ist. Ja, mal gucken. Wir haben hier noch ein bisschen Mauern bauen. Die Mauer muss hier hin. Die Mauer muss hier hin. Hier ganz um den Möchtegernwald rum. Ich finde es schade, dass ich hier das alles einzeln machen muss mit der Mauer. Okay, es geht eigentlich. Irgendwie so hin. Nein, das wollte ich nicht. Oh. Geil, ich habe jetzt da einfach noch mehr. Oh, das habe ich ja schön gebaut. So. Hier haben wir so ein cooles Tor rein. Geht gar nicht. Aber vielleicht jetzt. Nein? Warum? Ah, mir fehlt wieder Holz. Ah. Dann hätte ich es bestimmt auch über die Mauer bauen können, hätte ich genug Holz gehabt. Ja, guck. Sollte ich das auch auf die Dings machen können? Egal. Schließen. Und dann machen wir die Mauer hier fertig. Wir kriegen ja kontinuierlich Holz von unserem Sägewehr. Ich kann hier gar nicht rumbauen. Müssen mal ganz kurz die Axt im Wald sein. Und wo sind jetzt hier die Bedrohungen, die nachts kommen sollen? Die Nacht ist ja jetzt quasi gleich vorbei. Oder ist jetzt schon vorbei? Aber habe ich nicht schon zwei Ballonabwehrtürme gebaut? Ach, das eine ist nochmal so ein Turm, wie ich schon hatte. Ach ja, Für den brauche ich jetzt einfach noch Holz und Stein. Wie soll es auch anders sein? Wahrscheinlich deswegen wurde es getriggert von wegen so, ja, ne, jetzt kommen aber auch Gegner. Muss ich wehren. Ist ja ganz oft so mit Tutorial-Missionen. Wenn du halt noch nicht halt alles gemacht hast, ja, dann wird halt immer was verschoben. Auch später gelegt. So. Brauche ich noch 6 Steine. Bau das mal dahin. Das Tor muss auch damit verbunden werden. Okay. Hier energietechnisch. So.
should be safe now. And if the turret shoots at us? It won't. I will keep silent, but remember, it's an anxious kind of silence. Bauen Sie Häuser. Ooh, the smell. True. Something really, really bad is going on here. I can see that. The monsters are coming out of this nest. It's not about the monsters. Something much worse. As if all magic in this place. We have to destroy the nest. Otherwise, the settlers don't stand a chance. Otherwise, nobody stands a chance. Okay. Da kommen wir aber ganz schön dicke. Ich mit dem. Aua, Seemann, lass ihn dann. Da haben die Türme auch halt zu wenig Reichweite, ja? Und normalerweise hätten die halt nachts angegriffen, hätte ich jetzt den zweiten Ballonturm schon gehabt und nicht zweimal denselben Turm quasi. So, der ist weg. Kommen wir mal ran auf den Meter hier. Will er nicht. Zu anstrengend. Da hinten hin zum Nest. Das Nest beseitigen. Dunkler Stein, aha. Ah, da kommen ja noch mehr Viechers. Wants to send settlers here. I'm a bit worried as well. But oh, who are we to criticize the verdicts of the noble council? You know well our purpose here. These lands can be home to our clan folk. We will get ripped apart by wild beasts. Not if we clear the island of those abominations. Come on, we have a job to do. What's that? Darkstone, a concentration of dark magic. Maybe it would be better not to leave it here. You're right, I think. So, aber halt ständig auch alles reparieren. Muss ich wahrscheinlich öfter mal Kontrollgänge durchführen. Schauen, hey. Wurde da was kacke? Wurde da was angegriffen? Okay. Aber irgendwie funktioniert es und es macht eigentlich auch Spaß. Also wenn du dich halt einmal damit beschäftigt hast, wie funktioniert hier das alles? So, warte. Häuser soll ich jetzt bauen. Ja, 4 Stück. Was jetzt? Ich brauch täglich Holz und Stein. Ah, und Energie. Und natürlich auch noch Energie verbinden. Nicht eigentlich dahinter eine Quelle bauen. Egal. Ich habe ein tolles Dreieck gebaut. Ist ja nur für die Demo. So. Wir brauchen jetzt trotzdem mehr Häuser.
mehr Ressourcen, insbesondere Stein. Ein Stein ist auch keine Lösung. Also bauen wir ein bisschen Stein ab. Alles, was wir hier so finden können. Wir brauchen ja noch 3 weitere Häuser. Das ist ein bisschen. Und auch ein bisschen Stein. Ist aber auch scheiße für das eine Haus, ne? Ist genau gebaut auf einer so eine Energieleitung. Das heißt, wenn die mal einen Teppich verlegen wollen, oh, die haben immer das Gefühl, da ist ein Kabel drunter. Und die können nichts dagegen tun. Toll gemacht. So ein bisschen Stein. Können natürlich auch einfach wahrscheinlich beim Steinbruch hier mitmachen, ne? Gehe ich mal von aus. Aber nö. Bevor ich mich durch. Okay, das ist gut. Hier machen wir so ein Haus dahin. Wäre noch genug für ein weiteres? Jo. Für mehr habe ich nicht. So, was mache ich eigentlich, um meinen Mech zu heilen? Wahrscheinlich aussteigen und reparieren, ne? Nein. Hier. Wollen wir mit dem Haus verbinden. Dann sucht ihr euch eine Leitung hier. So. Und schon sind die miteinander verbunden. Kreismenü war hier. Was kann ich denn eigentlich mit dem Drachen machen? Gegend auskundschaften, ja? Okay. Okay. Das ist ja nicht ganz cool. Okay, kann ich einfach so reparieren, das kostet mich keine Ressourcen, ja? Okay. Dann kann ich wieder einsteigen. Dann müssen wir ganz kurz raus hier. Ja, irgendein Gerät an meinem PC verbindet sich ständig neu und wieder nicht neu. Nein, meldet sich immer ab und verbindet sich gleich. So. Was genau? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, ob das in der Aufnahme zu hören war. So, den Steinhaufen hier machen wir auch nochmal kurz platt. Okay. Komm ich rein. Das letzte Haus auf meiner Liste. Dann setz ich mal da hin. I hope they'll have better lives here. Do you know how many have said? It's good to finally understand them. Let's go. Okay. Ein Wasserbrunnen. Oh, da habe ich genug Ressourcen für. Ist es egal, wo ich den platziere? Hm. Auch der verbraucht Energie. Ein Wohnhaus für Kommunisten. So, so.
das Ding hier. Besuche die geheimnisvollen antiken Turm. Meine Produktion täglich 200. Über der Nachfrage 65. Okay. So, jetzt antiken Turm untersuchen. Was für Turm? Ich sehe nichts Turm. Oh, Turm. Ich brauche hier auch noch mal ein Tor. Was dafür? Ja, ich habe. Ja. Kannst du doch nicht in die Mauer bauen? Oder geht das nicht, weil es nicht gerade ist? Kannst du das nicht schräg bauen? Nee. Hä? Okay. Machen wir weg. Und dann bauen wir ein Tor hier hin. Das geht. Also ich kann es wirklich nicht in die Mauer reinbauen. Na gut. Probiert. I'm almost certain that this is one of the ancient Escoing ports. These half buildings, half machines, guided airships and served as harbor. Doesn't look too damaged by the Great Rapture. I think I can get it running. We can use this port to guide our people. Your people. Rückbar für Zwerg. Eiche. Oh. Das ist ja putzig. Ich bin stundenlang beschäftigt. Feines Tierchen. So, ich geh da mal, ne? Du willst mal halten. Ist hier auch eine Mana-Quelle? Ah, okay. Something's not right here. The tower is saturated with dark magic. This crystal is the source of it. Let's take it off. Okay. Dafür brauchen wir jetzt erstmal so ein Ding. Warte, mir fehlt noch Holz. Mir fehlt immer noch Holz. Irgendwas ist halt immer, ne? Nimm dir verunreinigten Kristall heraus. All the gearing looks good, but we need a navigational stone for the port to function correctly. Navigation stone. I read about it. Right, let's search the crash site. Perhaps the navigation stone is still there, buried among the rubble. But if we want to find a wheel, we have to look for it near the airship. Okay, zurück zum Luftschiff. Dwarves use such stones in their airships, haven't they? Yes. Oh, that's why we are going to the crash site. Ach. Fehlt auch noch. Ja, habe ich ganz vergessen. So. Tür zu. Und hier soll so ein blaues Kristall geben. I don't see navigation stone anywhere.
It must have fallen. I have an idea where it might be. Okay. Wir kommen jetzt da hoch. Öffnen das Kreis mit. Ach klar, mit dem Drachen. Hey. Okay. Breathtaking. This view has no comparison to the closed spaces of the Great Dwarven Library. Erkunde die kleine Insel und suche nach dem Steuerrad. Den da? Okay. Got it. Back to the grumpy dwarf. I've lost the mana connection. Now there is no convenient way to quickly get back to True. I need to use my good old wings. Or get closer to True or the mech. Okay. Bin wieder da, Benno. Okay, und jetzt platziere den blauen Kristall am Hafen. Also wieder zu dem Ding da oben zurück, ja? Ich laufe so schnell ich kann. Schneller geht halt nicht. Bitte warten, bitte warten, bitte warten, bitte warten. Oh, bin da. Kann losgehen. Light. What do you know? It worked. Sende einen Raben zu den Zwergen. Wie mache ich das? Da muss doch manchmal einmal so ein Rabe kommen, oder nicht? Ist übrigens die Karte. Das, was bisher da ist. Oder was ich erkundet habe, sagen wir es mal so. Bitte nur Sachen entwickeln. Aber wo kriege ich jetzt so einen Raben her? Sind ja manchmal einfach irgendwie auf der Schulter des Max. Ferin, leicht verdorben. Leichter verdorbener Ferin kann geheilt werden. Fuchsheilung erforderlich. Ah, okay. Fuchsmagie-Krankheit aktivieren. This Ferin is acting strange. The discolorations on the fur. It's the same color as on the monsters who attacked us. Maybe it caused something from them. That's too bad. But we don't have time for ferrets. But maybe we should have some time to see what is going on in these isles. Please, let's take a closer look. Look, this ferret is acting strange. The discolorations on the fur. It's the same color as on the monsters who attacked us. Maybe it caused something from them. That's too bad. But we don't have time for ferrets. No, it's okay. But maybe we should have some time to see what is going on in these isles. Please, let's take a closer look. Wenn ich jetzt nichts machen kann, ja, dann kann ich jetzt nichts machen. Aber da ist jetzt ein Vogel gewesen.
Senderab. Ah, okay, so geht das. Have a good trip. Warte auf die Kolonisten. I can't believe it. I hope he succeeds. He will succeed. I believe in it. The first colony is finished. But this is just the beginning. Okay. Ja, ich sehe schon, worauf das hinausläuft, ne? Dass du halt weitere Kolonien halt hast und Verteidigung aufbauen musst, um dann deren Ressourcen zu bekommen. Um dann insgesamt irgendwann voranzukommen. Treffen Sie die ankommenden Zwerge. Das ging ja schnell. Bitte warten. Das ist ein fliegender Stein. Wundert mich nicht, es kommt auf die Insel. Okay. Dreh mit dem Gildenschiff. Alle wollen hier. Du bist der Gildenschiff, ja? Moin. I, the head of this guild, congratulate you on achieving your first task as first dwarf. I'm going to fulfill my duty to the end. True. And while flying the ship, I sensed a foul scent from the nearby island. Es ist kein Zwerg. Perhaps this is a lead for preparing the next round for settlement. Thank you, Mother. Don't forget that convincing non-king chiefs of other guilds will not be such an easy task. For the sake of our clan, I hope you succeed. I will succeed. Take these blueprints. This building can discover new technology that will help you in your journey. Neues Gebäude verfügbar. Forschungszentrum. Ja. Okay. Untersuche verlassene Eskoim-Überreste. So, was haben wir denn hier? Nicht verfügbar in dieser Version, aber es wird einen coolen Technologiebaum für jede unserer Clan-Gilden geben. Aha. So, und jetzt zu diesen Eskoim. Überreste, ja. Ich habe das Tor geschlossen, es hängt. Ich wollte jetzt da oben hin. Aber das Spiel ist abgestürzt. Na gut, ich hätte jetzt eh nicht mehr sonderlich lang gemacht. Also grundsätzlich wirkt das Spiel eigentlich ganz unterhaltsam, finde ich. Ja, so ein Spiel, wo ich, na, also jetzt hier das eingedeitelt ist ja jetzt auch schon wieder 3/4 Stunde lang. Grundsätzlich etwas, wo ich sage, oh, das macht halt Spaß. Ich weiß gar nicht, wenn ich jetzt lade, wo bin ich dann? Es gibt nichts mehr lang. Gut, ich werde nicht nochmal. Aber ich denke mal, die Demo wäre jetzt auch nicht mehr sonderlich lang gegangen, denke ich mal. Ja, aber es hat tatsächlich einen schönen ersten Eindruck zum Spiel halt vermittelt, finde ich. Das macht Spaß. Kann man spielen. Mal gucken, wie das Spiel dann irgendwann mal ist, wenn es irgendwann mal tatsächlich fertig ist. Nicht nur im Early Access, sondern fertig. Bis dahin vergeht bestimmt noch einiges an Zeit. Und
dann habe ich vielleicht auch Zeit, mich mit dem Spiel genauer zu beschäftigen. Bis dahin, viel Spaß und noch, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.